Was sucht der Mann bei der Frau und was sucht die Frau bei dem Mann? Und kann man das, was man beim anderen Geschlecht sucht, nicht vielleicht auch bei sich finden? Über die Liebe, über die Sexualkraft und über die Sonnenenergie. Jetzt für euch. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Liebe, Zeugung und Schwangerschaft. Umram Mikhail Albanov. Rai Isfor, Band 214. Kapitel 8. Die Sexualkraft, Bestandteil der Sonnenenergie. Was sucht ein Mann bei der Frau? Wenn man ihn beobachtet, scheint er nur rein materielle Formen zu suchen, gut gebaute Rundungen, wie man so schön sagt. Man braucht nicht genau zu beschreiben, welche. Aber warum ist er niemals völlig zufrieden? Weil er nicht weiß, dass das, was er eigentlich sucht, nicht diese Art von Materie ist, sondern eine andere, feinere, subtilere Materie, die nur die Frau besitzt und die er braucht. Leider findet der Ärmste nicht viel davon, denn er selbst weiß nicht, was er bei der Frau sucht, und da auch der Frau nicht bewusst ist, dass sie diese kostbare Essenz besitzt, tut sie nichts, um daran zu arbeiten und sie ihm dann zu geben. Die Frau ihrerseits sucht im Mann die Stärke, die Kraft eines ihr überlegenen Geistes. Meistens findet sie jedoch nur brutale Kraft und Gewalt oder im Gegenteil Schwäche. Keiner von beiden weiß, wie er dem anderen das geben kann, was dieser braucht. Und deshalb fühlen sich beide unbefriedigt. Ja, Mann und Frau suchen in ihren Umarmungen und Küssen nur eines: die reinste Quintessenz der göttlichen Mutter und die reinste Kraft des himmlischen Vaters. Solange sie diese nicht finden, kann ihr Austausch nicht ideal sein. Und das geschieht unablässig. Sie gleichen zwei Tieren, die sich paaren. Wenn aber zwei sich liebende Menschen bewusst und wach sind und den Wunsch und Gedanken hegen, ihrer Sexualkraft ein göttliches Ziel zu setzen, wird alles heilig. Nicht der Vorgang als solcher ist rein oder unrein, sündig oder unschuldig, sondern der Inhalt, das Ziel, das Mann und Frau im Sinn haben. Im körperlichen Bereich gibt es nicht 99 verschiedene Arten der Annäherung, sondern nur eine einzige. Nur im Ätherischen hat die Liebe tausende von Ausdrucksformen. Auf physischer Ebene gibt es nur den einen traditionellen kosmischen Weg. Nennt ihn, wie ihr wollt, und man kann den Menschen nicht vorwerfen, keinen anderen gefunden zu haben. Wie könnte man, jedenfalls im Moment, auf andere Weise Kinder zeugen, als auf die, die seit Millionen Jahren praktiziert wird? Es gibt keine andere Möglichkeit. Lassen wir die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen in Bezug auf künstliche Befruchtung und Babys aus der Retorte beiseite, denn das würde zu weit führen. Im Bereich der Seele, des Herzens und des Denkens jedoch bietet die Liebe unendlich viele Nuancen, Möglichkeiten und Ausdrucksformen. In Wirklichkeit sind die Geschlechtsorgane nicht nur dann aktiv, wenn der Mann die Frau körperlich befruchtet. Nein, genau wie zum Beispiel die Augen ständig etwas vom inneren Leben zum Ausdruck bringen, so wird dieses Innere auch vom Geschlechtsorgan ausgedrückt und wiedergespiegelt. Es handelt sich dabei nur um Emanationen, ätherische Ausstrahlungen. Aber diese Ausstrahlungen sind nicht bei jedem Menschen dieselben. Ihre Qualität hängt von dem Leben ab, das der Mensch führt, ob er ein spirituell bewusstes oder ein tierisch unbewusstes Leben führt. Der vollkommene, ideale Mensch, wie er in den Werkstätten der kosmischen Intelligenz geschaffen wurde, gleicht der Sonne. Von ihm geht die gleiche Quintessenz aus, die im Licht der Sonne in ätherischem Zustand enthalten ist. Wer daher diese Kraft missbraucht und nicht begreift, dass sie von der Heiligkeit, dem Licht und dem Leben der Sonne durchdrungen ist und zu großartigem Schaffen dienen kann, wird von der Sonne bestraft, indem sie ihm ihre kostbarsten Schätze vorenthält.
Je mehr sich ein Mensch der Vollkommenheit annähert, desto mehr gleichen seine Emanationen dem Licht. Und genau wie dieses verteilen sie sich im Raum, wo sie von empfänglichen Geschöpfen aufgefangen und genutzt werden. Aus diesem Grund sollten Mann und Frau versuchen, die Vollkommenheit der Sonne zu erreichen. Denn es geht dabei stets um dieselbe Kraft, die Sonnenenergie, die sich durch ihr Gehirn, ihre Augen, Hände, Worte und Gedanken und auch durch ihre Geschlechtsorgane äußert. Und wie das Sonnenlicht bringt auch die Sexualkraft nicht nur den Menschen, sondern auch den Pflanzen, den Steinen und der ganzen Natur Segen. Die kosmische Intelligenz hat die Schöpfung göttlich umfassend und schön gestaltet. Nur die Menschen deformieren, beschränken und verunstalten alles. Die Sexualkraft ist von derselben Art wie die Sonnenenergie. Dieser Gedanke sollte euch ermutigen, reiner und lichtvoller zu werden. Denn wozu solltet ihr derartige Offenbarungen hören, wenn sie keine positiven Ergebnisse in euch hervorbringen und nicht den Wunsch in euch wachrufen, diesem ursprünglichen Wesen zu gleichen, so wie es aus den Werkstätten des Herrn strahlend wie die Sonne hervorging? Genau wie die Sonne alle Planeten belebt, gibt es auch Menschen, die alle Geschöpfe beleben und kräftigen können, indem sie in deren Herzen und Seelen göttliche Regungen erwecken. Viele Frauen würden lieber von einer geistigen als von einer körperlichen Kraft angeregt und inspiriert werden. Aber da es nur sehr wenige Männer auf Erden gibt, die bewusst, aufgeklärt und beherrscht genug sind, um sie auf höherer Ebene zu inspirieren, müssen die Frauen sich mit dem zufrieden geben, was diese ihnen geben. Der Mann befruchtet die Frau genauso, wie die Sonne die Erde befruchtet. Aber von nun an sollte er lernen, der Frau Samen auf geistiger Ebene zu geben, damit sie in ihrer Seele und ihrem Herzen göttliche Kinder gebiert. Es ist an der Zeit, die Liebe endlich im Zustand ihrer idealen Reinheit zu verstehen. Das Elixier des ewigen Lebens ist in den Sonnenstrahlen enthalten, also kann man es jeden Morgen trinken. Anstatt aber mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit darauf zu achten, dass dieser Reichtum sich nicht ungenutzt verliert, sind die Menschen mit ihren Gedanken woanders. Und dann sagen sie, dass sie die Geheimnisse des Universums ergründen wollen. Dabei haben sie diese Mysterien doch so strahlend in der Sonne vor sich, dass man fast davon erblindet. Aber nein, sie suchen die Mysterien lieber irgendwo in Büchern. Arme Menschheit, wann wird sie die Augen öffnen und sehen, dass die Sonne alle Mysterien enthält? In der Zukunft wird jeder sich darin üben, diese Liebe, diese Kraft und diese Schwingungen zu erreichen, die über die Materie herrschen. Alle werden nur noch Lichtteilchen von größter Reinheit untereinander austauschen wollen. Welch einen Blick tauschen zwei Menschen aus, die sich auf höherer Ebene ihrer Seele und ihres Geistes wegen lieben. Ihnen genügt ein Blick, ein himmlischer Blick, um voneinander entzückt zu sein. In der Zukunft, wenn ein Mann und eine Frau ein Kind zeugen wollen, nehmen sie sich sogar nur noch in die Arme und schauen einander an, als wollten sie sich gegenseitig den Himmel schenken. Ihre Gedanken werden so konzentriert und ihre Liebe so intensiv sein, dass sich kurz darauf ein Geist bei ihnen inkarniert, dessen Körper aus den reinen und lichtvollen Teilchen besteht, die Mann und Frau gemeinsam verströmt haben. Ihr seid erstaunt? Aber ja, das ist möglich. Es gilt für eine ferne Zukunft. Aber diese Entwicklungsstufe ist in den Plänen der kosmischen Intelligenz vorgesehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Miri. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.